Bastian Schweinsteiger, ehemaliger Fußballprofi, begleitet jetzt als Experte die EM-Spiele in der ARD, beziehungsweise hat sie begleitet, kommt ja nur noch das Finale morgen und das überträgt das ZDF. Jetzt hat Bastian Schweinsteiger bei einem Spiel, England gegen Ukraine ist es gewesen, genau vor einer Woche, ziemlich auffällig immer wieder seine Uhr am Handgelenk ins Bild gehalten und anschließend auch ein Bild davon getwittert. Da ist es jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich, dass er Geld dafür bekommen hat vom Uhrenhersteller. Und das wäre Schleichwerbung. Anderer Fall aus dieser Woche, ganz anderes Thema, aber noch eine Spur spektakulärer. Ungarn schaltet den deutschen Zeitungen eine ganzseitige Anzeige und die Bild-Zeitung druckt sie ab. Darin erklärt die Regierung rund um Ministerpräsident Viktor Orban in mehreren Punkten, wie die Europäische Union ihrer Meinung nach schöner werden könnte. Das ist also eine Anzeige, da ist Geld geflossen, also keine Schleichwerbung. Was die beiden Fälle Schweinsteiger und Orban aber gemeinsam haben, ist die Frage, geht das eigentlich einfach so? Und genau die bespreche ich jetzt mit Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Guten Morgen, Frau Paganini. Guten Morgen. Wie bewerten Sie diese ganzseitige Anzeige der ungarischen Orbán-Regierung? Halten Sie das aus medienethischen Gesichtspunkten für bedenklich? Auf jeden Fall, weil dieses ganzseitige Inserat einige sehr problematische Inhalte transportiert. Und man muss ja auch sagen, sehr viele Medien haben es abgelehnt, es abzudrucken. Es ist ja das Angebot an sehr viele Zeitungen ergangen. Manche haben es auch gedruckt, aber zugleich eine sehr kritische Berichterstattung über die Regierung Orbán in derselben Auflage geschaltet. Und andere wiederum haben es völlig unkommentiert und unkritisch abgedruckt und berufen sich dabei üblicherweise auf ihre liberale Haltung, also die liberale Haltung vom Blatt und auf die Meinungsfreiheit. Und an der Stelle muss man natürlich aus medienethischer Sicht schon widersprechen, weil die Meinungsfreiheit rechtfertigt nicht einfach alles. Also das sind schon sehr problematische Aussagen, die meiner Meinung nach sogar juristisch relevant sind zum Teil, die auf keinen Fall unter Berufung auf die Meinungsfreiheit gedeckt werden können. Wenn wir uns vielleicht jetzt nochmal ein Stück weit von diesem Beispiel trennen, vielleicht nochmal generell, um das klar zu machen, wo liegt das Problem bei der Vermischung von journalistischen Inhalten und Anzeigen oder Werbung, wie auch immer Sie es nennen möchten? Ja, das Problem liegt darin, dass wir es grundsätzlich mit zwei ganz unterschiedlichen Arten von Kommunikation zu tun haben. Journalistische Kommunikation sollte sachlich und objektiv sein und hat das Ziel, dass sich der gut informierte Bürger, die Bürgerin eine eigene Meinung bilden kann und insofern auch die eigene Position in der Demokratie aktiv ausüben kann. Werbung dagegen ist eine interessensgeleitete Auftragskommunikation, die will eben genau nicht sachlich und objektiv berichten, sondern die will die Interessen des eigenen Kunden, egal ob das jetzt eine Pfeifenfirma ist oder eine politische Partei, möglichst gut darstellen und möchte letztlich, dass der Rezipient die Meinung übernimmt. Also wir haben zwei ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Und das Problem ist, dass sehr viele Menschen sich dessen nur wenig bewusst sind und nicht so gut unterscheiden können. Wann bekomme ich Informationen, die wirklich zuverlässig sind und auf die ich bauen kann? Und wann handelt es sich um interessensgeleitete bis hin zu manipulativen Inhalten? Eben? Aber warum ist das so ein Problem? Weil Werbung muss ja eigentlich immer gekennzeichnet werden. Das heißt, wir müssten ja theoretisch zumindest informiert werden darüber, ob es sich gerade um Werbung oder journalistische Inhalte handelt. Das stimmt, ja. Also Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Wert im Agieren mit Medien. Es muss gekennzeichnet sein und damit im Grunde kann man sagen, der Rezipient hat ja jetzt selber die Möglichkeit, mit diesen Inhalten umzugehen, wie es ihm eben sinnvoll erscheint. Aber die Kennzeichnung ist natürlich nicht immer sehr gut sichtbar. Und jede Partei, die Werbung schaltet, eben egal ob das Wirtschaftswerbung ist oder ob das PR ist für eben eine Partei oder NGO, hat natürlich Interesse, die Sichtbarkeit von der Werbung, also von dem Umstand, dass es Werbung ist, möglichst zu minimieren. Und deswegen werden ja die Werbeseiten auch üblicherweise sehr stark vom Layout angepasst an das Layout von der Zeitung, sodass man schon aufmerksam hinschauen muss, um das zu erkennen. Und ein gewisses Basiswissen, eine gewisse Basiskompetenz braucht man natürlich auch. Und jetzt im Speziellen noch einmal das Inserat von das Orbán-Inserat hat fast so nach einer offiziellen Verlautbarung ausgesehen. Man wundert sich zwar ein bisschen, warum ungarische Regierungen am deutschen Medium, ja, aber
grundsätzlich hat da auch meiner Meinung nach die Kennzeichnung recht zu wünschen übrig gelassen. Mhm. Welchen Einfluss hat das Internet auch darauf, wie wir Werbung wahrnehmen? Weil da, so mein Eindruck, vermischen sich eher Werbung und journalistische oder andere Inhalte, wenn man an Videos auf YouTube oder Instagram oder TikTok denkt. Ja, das ist allgemein eben sehr schwierig zu beantworten, weil es da ganz unterschiedliche Bereiche im Internet gibt. Wie Sie schon angesprochen haben, auf Social Media ist es ganz schwierig. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass wir im Internet jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Google irgendetwas suchen und da kommen Werbeinserate oder auf Facebook, dass man da vielleicht sogar ein bisschen sensibler für die Werbung ist, weil sie einfach nervt. Ja, also wenn man irgendeinen Inhalt sucht und es blocken immer die Werbefenster auf, da habe ich den Eindruck, dass es oft sogar transparenter ist. Fast noch schwieriger als im Internet zu erkennen, finde ich jetzt Werbung im Fernsehen beispielsweise. Ja? Mhm. Wenn man die diversen Formate denkt, wo desolate Häuser renoviert werden und dann werden die Fenster natürlich genauso vorbeigetragen, dass man die Marke vom Fenster gut sehen kann. Da heißt es dann zwar schon meistens im Abspann irgendwo ganz klein, diese Sendung enthält Produktplatzierungen, nur sehr viele Menschen wissen nicht, was Produktplatzierungen ist und würden es halt auch gar nicht erkennen. Dann nehmen wir doch vielleicht ein aktuelles Beispiel aus dem Fernsehen noch mit rein. Bastian Schweinsteiger, Ex-Profi-Fußballspieler, wirbt während eines ARD-Einsatzes bei der EM für seine Uhr und bekommt dafür eine Ermahnung. Hat die ARD da aus Ihrer Sicht den Fall gut gemanagt? Ja, aus meiner Sicht schon. Es gibt natürlich auch die Position, man hätte viel strenger vorgehen müssen. Man hätte ihn überhaupt ganz als Sportexperten sozusagen aus dem ARD-Programm streichen müssen. Grundsätzlich, was ist das Problem? Es geht da um Schleichwerbung, eben wie wir ja davor schon angesprochen haben. Das heißt, die Werbung, die der Herr Schweinsteiger da macht, die ist nicht als solche ausgewiesen, wirkt aber trotzdem auf den Rezipienten. Man muss sich in dem Kontext dann auch fragen, hat das absichtlich gemacht? Da würde ich mal sagen, können wir davon ausgehen, weil er ja danach auf Social Media auch ein entsprechendes Posting platziert hat, weil er auch kein Sakko getragen hat und das Mikro in der Hand mit der Uhr gehalten hat, obwohl er sonst, glaube ich, die andere Hand verwendet. Also wir können mal davon ausgehen, dass es absichtlich war. Mhm. Insofern ist die Rüge oder Mahnung auf jeden Fall angemessen. Zur Frage, ob man eben schärfer hätte reagieren müssen, denke ich, es tut der Sache nicht unbedingt einen Dienst, wenn man zu scharf reagiert, weil man muss sich ja vorstellen, die Leute, die das mitbekommen, sind Schweinsteiger-Fans zum einen, ja, und die sind keine Medienethiker. Das heißt, die haben irgendwie das Gefühl, ihr Liebling wird dazu unrecht angegriffen, für etwas irgendwie an den Pranger gestellt, dass das nur eine Lappalie sei. Und wenn man da jetzt übers Ziel hinausschießen würde, im Sinne von eben sehr viel strengeren Maßnahmen noch, also er darf gar nicht mal im ARD-Programm vorkommen zum Beispiel, ja, oder gewisse Zeiten immer vorkommen, dann könnte es in meinen Augen eher kontraproduktiv sein, dass die Leute dann das Gefühl haben, die Debatte um Schleichwerbung ist irgendwo was Lächerliches, Überzogenes. Und davon abgesehen denke ich, dass jeder auch eine zweite Chance verdient hat. Also Herr Schweinsteiger wird in Zukunft vielleicht keine Uhren mehr präsentieren im Interview und dann im besten Fall haben alle was dazugelernt. Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München hier im Medienmagazin. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Die Uhr von Bastian Schweinsteiger und die Anzeige der ungarischen Regierung. Zwei ziemlich unterschiedliche Beispiele, aber mit einigen Gemeinsamkeiten. Und es sind keine Einzelfälle. Deshalb beschäftigt sich Medienjournalist Christopher Ophofen jetzt nochmal intensiv mit dieser wichtigen Frage. Was ist Journalismus? Was ist Werbung? Die Unterscheidung ist vor allem im Internet nicht immer ganz einfach. Auf Nachrichtenportalen gibt es Werbeartikel, die optisch den journalistischen sehr ähnlich sind. Gekennzeichnet wird diese Werbung teilweise mit Ausdrücken wie Advertorial oder Brand Story. Das sind genau diese lustigen Begriffe. Es gibt ja noch schlimmere, sowas wie Brand Voice oder sowas, was da drüber steht. Sagt der Professor für Medienökonomie an der Uni Mainz, Björn von Rimscher. Da weiß dann keiner mehr, was das bedeuten soll, außer den Leuten aus dem Marketing selber. Und tatsächlich ist vielen Menschen das nicht klar. Wenn ich jetzt klar drüber schreibe, bezahlte Anzeige, dann verstehen sie es. Und am besten verstehen sie es, wenn ich drüber schreibe, bezahlte Anzeige und auch noch sage, von wem. Genau so macht das inzwischen Welt.de. Wer auf solche Werbeartikel klickt, bekommt direkt oben angezeigt, dass es eine Anzeige ist und wer Auftraggeber ist. Das war früher nicht immer der Fall.
Auf eine Presseanfrage zum Einsatz von solchen Werbeartikeln heißt es von der Konzernmutter Springer unter anderem: Native Werbeanzeigen haben sich mittlerweile als gängiges Werbeformat in Deutschland bei Werbekunden und auch vielen Leserinnen und Lesern etabliert. Die Erstellung der Inhalte erfolgt bei Axel Springer aus Vermarktungs- oder Kooperationsunits heraus und nicht aus den Redaktionen. Springer schreibt diese Werbeartikel also selber. Journalisten sind aber nicht eingebunden, sondern nur Werbeabteilungen. Diese klare Trennung gibt es nicht überall. Was gehört zu Dortmund wie der BVB und der U-Turm? Und schmeckt auch noch richtig gut. Eine Currywurst. Ja klar, hallo. Christopher Deppe bin ich, Moderator bei Radio 91.2. Heißt es in einem Podcast. 91.2 ist der Lokalradiosender in Dortmund. Das Thema des Podcasts: Mit den Finanzexpertinnen und Experten der Sparkasse Dortmund kläre ich die wichtigsten und spannenden Finanzfragen, die euch auch garantiert interessieren sollten. Heute geht's um Immobilien. Klingt nicht unbedingt nach Werbung, ist es aber. Das kennzeichnet der Sender auch auf seiner Internetseite. Das Wort Anzeige fällt aber recht klein aus. Bei einem anderen Beispiel fehlt das Wort komplett. Ah ja, Vipro-Penisring mit genopptem Klitorisreizer fühlt sich ganz gut an. Und da das Teil ja offenbar vibrieren kann, hier ist das kleine Knöpfchen, haben auf jeden Fall alle was davon. Preist eine Journalistin des Express in einem Video auf der Internetseite an. Als Werbung gilt das nicht, denn der Express wird dafür anscheinend nicht bezahlt. Geld fließt trotzdem, aber nur, wenn Nutzer auf einen Link unter dem Video klicken und das Produkt kaufen. Der Express bekommt dann Provision. Warum Journalisten beim Express und auch beim Dortmunder Lokalfunk solche Aufgaben wahrnehmen, dazu äußern sich beide Häuser auf WDR5-Anfrage nicht. Ist eine Aufweichung der Grenze zwischen Journalismus und Werbung für die Medien ein Problem? Nicht zwingend, sagt Medienökonom von Rimscher. Wir erwarten ja nicht immer, dass Journalismus kritisch ist oder hinterfragt. Wenn Sie jetzt nehmen, meinetwegen einen Sportbildnutzer, der erwartet keine Reportagen zum systematischen Doping und der Verquickung vom Verbands- und Sponsoringinteressen dabei. Und insofern sollten wir auch nicht zu hohe Erwartungen an diese Trennung haben, weil Menschen das nur erwarten, wenn die Medienmarke auch dafür steht. Es scheint also eine Frage des eigenen Anspruches der Medienhäuser zu sein. Generell meint von Rimscher: Wenn ich als journalistische Marke, als Medienunternehmen mein Selbstverständnis so aufbaue, dass ich sage, ja, journalistische Unabhängigkeit ist Kern meiner Marke, dann habe ich ein Problem, wenn ich sowas mache. Medienjournalist Christopher Ophofen hat sich damit beschäftigt, warum es wichtig ist, dass Journalismus und Werbung nicht vermischt werden, beziehungsweise dass Werbung auch als solche zu erkennen ist. Ist nicht immer der Fall. Ein paar Beispiele haben wir ja eben schon besprochen und wir hätten da auch noch ein paar Beispiele für Sie. Bei uns im Netz auf wdr5.de, da können Sie mal überprüfen, wie gut erkennen Sie Werbung im Netz. Und wir freuen uns auch über Ihre Beispiele, also wenn Sie mal über was gestolpert sind, was nun wirklich nicht nach Werbung ausgesehen hat oder worüber Sie sich sehr geärgert haben, schicken Sie uns gerne Mail an medienmagazin@wdr.de. WDR 5.